Schwachsinn. Ich bin einfach Mutti von zwei Kindern, Ehefrau, mittlerweile Gymnasiallehrerin und so weiter. Und ich benutze einfach nur meinen gesunden Menschenverstand. Und das sollten ganz viele Leute tun. Ich spiele jetzt tatsächlich seit ungefähr 13 Wochen die moderne Sklavin des Bildungssystems. Denn ich habe zwei Kinder, die ich zu Hause beschulen muss, weil sie nicht in die Schule gehen können oder weil ich sie nicht in die Schule gehen lasse, wegen diesem verdammten Maskenschutz. Was mich aufregt ist, wo sind verdammt nochmal diese ganzen Eltern von Kindern, die hier eigentlich auf der Straße stehen müssen und sich Luft machen müssen über diesen Schwachsinn, der mit unseren Kindern getrieben wird. Mein Vorredner, ich stimme Ihnen 100% zu, aber es geht meistens um Erwachsene. Aber denkt doch mal, verdammt noch mal an eure Kinder und Enkelkinder. Das sind diejenigen, die diese Scheiße, die jetzt eingerührt wird, ausbaden müssen. Frau Herr Divers Heike Werner nimmt dann, so geht mein Vorschlag weiter, mit BAföG-Unterstützung der BRD, so wie andere Studenten das auch machen müssen, ihr abgebrochenes Marxismus-Leninismus-Dingsbums-Studium wieder auf, damit sie nicht so alleine ist in der arm, aber sexy Hauptstadt Berlin. Nimmt sie Katrin Göring-Eckhardt mit. Ereignis des Jahres für die Gastronomie, die Schausteller und viele Veranstaltungstechniker. Die Domstufenfestspiele, die hier stattfinden sollen, werden in abgespeckter Weise stattfinden mit nur 500 Zuschauern. Und weil das sich sowieso hinten und vorne nicht rechnet und aus Steuerzahlergeldern bezuschusst wird, gibt es dann dieses Jahr nochmal extra 4 Millionen aus dem sogenannten Investitionsprogramm der illegalen Landesregierung. Ich bin wütend über diese Ignoranz vieler Bürger, die eigentlich noch gar nicht merken, wie ihnen übel mitgespielt wird. Und eines zeigt mir das wieder, Deutschland ist wieder Spitze, wie immer in der Welt. Deutschland stand früher für seine guten Waren und jetzt stehen wir wieder dafür, dass wir am längsten wahrscheinlich die Masken tragen, dass wir hier das schlimmste Regime haben, was man sich vorstellen kann momentan. Da wurde ich von zwei netten Polizisten angesprochen. Ich hatte auch extra, damit mir nichts passiert, damit mich keiner übersieht, meine schicke gelbe Weste angezogen. Haben mich die zwei netten Polizisten daraufhin angesprochen. Haben von mir tatsächlich einen Ausweis verlangt, den musste ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die wegen meiner Hautfarbe oder ob das, weswegen die mich angehalten haben, kann ich jetzt nicht beurteilen. Da haben die meinen Ausweis verlangt, haben eine Abfrage gemacht und haben mir dann suggeriert, ich dürfte dort nicht lang gehen, weil dort die Innenministerkonferenz ist. Da durfte ich dort nicht lang gehen. Überhaupt keinen interessiert. Polizisten standen in Gruppen, die sind mit 5 Mann aus dem Mannschaftswagen ausgestiegen. Es hat keiner einen Sabberlatz getragen, keiner hat den Abstand eingehalten. Hier hinter mir sehe ich 5, 6 Polizisten zusammen im Auto, zusammenstehen. Habe ich ja nichts dagegen, die rauchen alle zusammen. Hier vorne vor mir stehen Polizisten zusammen, dicht an dicht gedrängt. Keiner von denen hat Corona. Ich mache mir da keine Sorgen darum. Unsere Minister sind so wichtig in diesem Land. Die müssen wir schützen, die müssen sich doch schützen. Die hätten doch Sabberlatz tragen müssen, die hätten Abstand halten müssen. Das wären doch die Wichtigsten in unserem Land, die das Land am Laufen halten. Das sind die Träger der Nation. Einer Träger als der andere. Wieso gilt das für die nicht? Oder sind die Politiker so blöd, dass die Viren gar nicht auf die fallen? Ich weiß es nicht. Dann mache ich abends MDR an. Ich war so blöd und mache den MDR an. Da steht in der Lobby von dem Hotel ein Mitarbeiter, Sicherheitsdienst oder Hotelmitarbeiter, ich weiß es nicht, kenne den nicht, mit einem Zollstock und hat dort wirklich gemessen und hat die Leute hingeschoben. Du stellst dich dahin, du stellst dich dahin, du stellst dich dahin. Und dann gab es dieses Pressefoto. Ich dachte bei mir, seid ihr blöd? Die Kameras sind schon an. Ich kann euch sehen. Die standen zusammen und wurden zurechtgerückt. Dass sie die Alten, unsere Alten, unsere Großeltern schützen müssen vor einem ach so bösen Killer-Virus. Seit wann interessiert denn die Regierung unsere Großeltern? Zu Zeiten von Greta Thunberg waren das noch die Umweltsäue.
und kein Schwein hat dagegen was unternommen. Unsere Großeltern müssen in Papierkörben Flasche sammeln. Die müssen zu Tafeln gehen wie nach dem Krieg in die Suppenküche. Es gibt so viele Rentner, die am Existenzminimum oder darunter leben. Und die Regierung will uns verdammt nochmal weismachen, dass die Leute jetzt gerade geschützt werden müssen. Das haben wir all die Jahre gemacht in Grippezeiten, aus gesundem Menschenverstand heraus. Wer erkältet war, ist mit dem Bobs zu Hause geblieben. Das kriegen wir auch ohne Unterdrückung von oben hin, denke ich mal. Ich habe jetzt keinen Mund-Nasen-Schutz, aber ist das jetzt so schlimm? Und er, ja, du sollst ins Sekretariat gehen und dir einen Mundschutz holen. Dann bin ich runtergegangen und habe mir einen geholt und er hat tierisch gestunken. Also nach Großfabriken aus China, irgendwie irgendein Mist, der hat gestunken wie Sau. Und nochmal dazu, ist das gesund für die Atemwege? Ich glaube es mal eher nicht. Und ja, ich habe auch mir eine Studie aus Weimar angehört von Studenten oder wie man jetzt sagen soll, Studierende. Haben auch gesagt, dass wenn du zum Beispiel niest und dein Nieser 1,50 Meter reicht, dass das um 30 Zentimeter verkürzt wird, also sind wir bei 1,20 Meter, was jetzt nicht die Welt ist. Ne? Und ja, Mund-Nasen-Schutz ist schlecht für die Atemwege und so weiter. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, das war mein Anliegen zum Mundschutz. Ne? Danke. Nächste Woche wiederkommen. Und wir uns freuen würden, wenn nächstes Mal noch mehr hier los ist und dass noch mehr auf die Straße kommen und mitmachen. Danke an euch alle, dass ihr heute hier wart. Stadthalterei. Wie alle, die schon länger in Erfurt leben, wissen, gehörte Erfurt ehemals zum Erzbistum Mainz. Der Oberchef war also sowohl der weltliche als auch der kirchliche Herr, war der Fürst Peter zu Mainz. Das war die Stadthalterei und die ist dann, ich weiß nicht, welche Funktion die hatte für die Erfurt? Weiß ich auch nicht. Und die wurde dann nach der Maueröffnung, nach dem Beitritt der DDR, wurde das Staatskanzlei. Die haben wir damals auch mitgebaut. Man sieht jetzt nur ein bisschen was hier von den Eingangsdrittstufen in der gesamten Staatskanzlei. Auf allen Treppen, auf allen Bodenbelägen ist der einheimische Sandstein vom Seeberg bei Gotha verbaut worden. Kompliment ans Staatsbauamt, ordentlich geplant, ordentlich abgewickelt und auch tatsächlich bezahlt.